Ah, okay, der ist gar nicht so ein Spiel, was du lieber guckst, anstatt es zu spielen. Trash, Digga. So, wir haben jetzt, wir brauchen Wild auf jeden Fall für unseren Bruder. Wir müssen noch mal hier rein wegen Tanken. Mach das Tor auf, ist dieser Drifter. Ja, ich kenne ihn. Ist wie so ein Far Cry Spiel. Oh mein Gott. Warum rede ich eigentlich mit dir? Warum bin ich mit dir überhaupt befreundet, Alter? Brauchst du was von mir? Die Far Cry sagt. Hey Manny. Ich tank auf, wie es sich gehört. Er sagt, Leute, er sagt, das ist wie Far Cry. Bis bald. Okay, wir sehen uns. Ah, es war schon ein harter Tritt ins Gesicht gerade. Ah, hat schon wehgetan, ein bisschen. Bisschen, aber nur. Far Cry ist Trash, Mann. Er ist mein Bruder. Story. Ja, wisst ihr was? Wir gehen da jetzt zu Fuß hin, Mann. Das gibt's, Manny. Hast du ein Problem? Ich mache dir auf. Wir gehen da mal zu Fuß hin. Na, und lassen den Shit mal stehen. Weil wir müssen jetzt erstmal Level 2 werden. Da müssen wir den Booster einbauen. Und den kleinen Weg, da können wir kurz zu Fuß gehen, oder nicht? Wir müssen ja nur sagen. Ich sagte nicht, das ist wie Far Cry. Du hast geschrieben, ist wie so Far Cry. Also, ich habe mich nicht verlesen. Ist so wie Far Cry. Hast du geschrieben. Ja? Also jetzt nicht lügen. Du kleines Arschloch. Jetzt hau ich dir ein paar von Latz. Was steht da? Ist so wie ein Far Cry. Das sagst du auch einfach so unverfroren. Das haust du einfach so raus. Das ist doch voll cool. Das sind doch Exclusive Games. Ey. Das ist doch. Das macht doch Spaß. Das ist nicht so deins, ne? So Exclusive Games, so. Dann lassen wir die mal da weiter rumbabbeln. Dann gucken wir mal ins Wäldchen rein. Aber wir nehmen den ganzen Shit jetzt mit. Das ist ganz gut, dass wir jetzt diesen Skill haben. Mal ganz ruhig, du Köter. Ja, jetzt kommt er hier mit meinen Sprüchen an. Du kleiner Köter, du. Wie viel haben wir von den hässlichen Vögeln denn da? Warum habe ich eigentlich Angst vor denen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ja, auch hier rum. Ja. Das war's für dich! Du musst ja deswegen nicht gleich so rumschreien. Jedes Mal, wenn ich so einen Typen da wegklatsche, fängt er an rumzubrüllen. Da muss er nicht mal gleich rumbrüllen, der Idiot. Ist das hier extra so ein Jagdgebiet oder was? Warum guckst du da hin? Ist da irgendwas? Nein. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Komm, nerv mich. Verdammte Scheiße, den Schwachsinn höre ich mir nicht an. Die Alten machen daran Dala, hast du gesehen? Ein Exclusive-Titel, ja? So nennt man sowas. Ich weiß, du kennst das nicht. Aber guck mal, ich bin ja da, um dir was beizubringen. Ja? Deswegen streame ich. Jetzt nicht, weil ich es geil finde. Ich streame jetzt allgemein, um dir beizubringen, was das bedeutet. Also das bedeutet eigentlich, weil ich ja PlayStation streame, bei mir gibt es nur Exklusivität. Na? Also wenn wir da mal PlayStation spielen. Das ist mal ganz wichtig. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Deswegen habe ich Go gestreamt. G-O-W. Was ist G-O-W? Ein Rehbock.
Oh, da ist ein Bockreh. Da ist ein Bockreh, Leute. Hat von mir einen sauberen Headshot gekriegt. Das kriegst du von mir auch, Kev, wenn du nicht aufhörst, so frech zu sein. Ne? Das kannst du dir hier bei mir nicht erlauben. Wir sind hier ein sehr anständiger und ein erwachsener Stream. Boah, mir ist gerade kurz schlecht geworden. Ganz kurz. Ich muss fast kotzen. Ja. Wir sind hier ein sehr normaler Stream. So. Ja. 4 von 5. Boah, da sind ja... Holy shit. Jetzt muss ich. Ich hab beide damit erwischt. Boah, die verrecken beide, wirst du sehen. Siehst du, der eine humpelt schon. Oder wir jagen die noch viel geiler. Oh, wir haben keine Dings mehr. So, das schießt nämlich durch beide durch. Sollte eigentlich. Komm, leg dich hin. Du auch. Alter, wenn Peter das sehen würde. Oh. Junge, ich trete dir irgendwann das Gesicht ein. God of War, meine ich. Alter, habt ihr das gerade gesehen, Junge? Wenn das Vegetarier sehen würden, holy shit. Frisches Fleisch. Die wissen gar nicht, was hier gerade an leckeren, geilen Rumpsteaks und so rumliegen. Mmh. Okay, ich sehe hier, zurück zur Busa damit. Ich sehe hier lecker, lecker, lecker Fleisch. Guck mal, wie sie hier liegen. Aber jo, ich bin im Lurk-Modus jetzt. Ja, mein Engel. Danke für deinen Sub. Ich muss, glaube ich, meinen Sub bei dir auch wieder erneuern. Ich weiß gar nicht. Heute oder morgen läuft der, glaube ich, ab bei dir. Dann sind es schon fast 2 Jahre. Schon hart, jemanden so lange zu ertragen wie dich. Irgendwann musst du mir das eh wieder zurückzahlen. Das ist jetzt einfach nur, damit du mich auch subst. Deswegen mache ich das. Gute Miene zum bösen Spiel. So, da müssen wir hin. Jetzt müssen wir erstmal wieder das Bike holen. Das ist gute Miene zum bösen Spiel. So. Wir haben jetzt übertrieben viele von diesen Viechern gekillt, ne? Holy shit. Ah, wartet mal. Hier. Hier gibt es wieder Tanzapfel zum Kniegen, ne? Okay, haben wir voll. Aber wir haben übelst viel Fleisch. Wir haben aber auch noch andere Sachen geholt. Das Geilste ist, du kannst ja jetzt nicht mehr schreiben, aber wenn du im Lurk-Modus bist, hörst du ja noch zu. Eingeschlafen bist du definitiv noch nicht. Das heißt, egal was ich jetzt sage, also egal was ich jetzt sage, müsste dich eigentlich auch zum Lachen bringen. Ja, also du müsstest jetzt eigentlich grinsen. So. Schön, wie genau die Waffe ist. Nämlich überhaupt nicht. Jo. Oh Mama. Und tschüss. Oh Mann. Okay, wir sind tot. Ich hab gehört, wir sind tot. Ja, genau. Bleib mal da hängen. Okay. Habt ihr gesehen? So eine kleine Stelle und der kann da nicht rübergehen. Ja, alles klar. Okay. Und genau jetzt, wo ich das Motorrad nicht dabei habe, ist dort eine Horde. Was ein Zufall, oder? Boah, Digga, mein Auge nervt so hart ab, Alter. Meine Fresse nervt mein Auge. Das Geilste ist, ich konnte eben diesen ganz kleinen Mini-Mini-Abhang nicht hochgehen. Das war zu viel für den guten Mann. Da auch schon wieder fast.
Das ist das sind so die einzigen Sachen, die hart triggern in dem Spiel. Was ich mich jetzt auch frage, woher kommt auf einmal die Horde? Und warum kommt die, wenn ich kein Motorrad habe? Warum ist die nicht schon vorhin da gewesen? Wir haben ein mordsmäßiges Problem. Wir kommen hier nicht raus. Ja, wir müssen nämlich hier rum. Ja, und dann hier hin. Wir laufen mal die Strecke ab. Mein Auge, Alter. Ich habe durchgehend irgend so ein Zeug, was aus meinem Auge kommt. Und ich weiß nicht, warum. Das ist mega nervig. So, wir dürfen jetzt mal nicht schießen. Und noch mehr Beute. Auch wenn ich das sehr gerne tue, dürfen wir das jetzt nicht. Jupp, da oben ist die Horde. RIP. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist, eine Bombe zu werfen, dass die Leute hart getriggert sind, weil vorbeilaufen kannst du vergessen. Weil wenn die Horde sich oben nicht bewegt, kann ich nichts machen. Und in dem Sinne gehe ich jetzt erstmal Pipi machen. Bis gleich. So, habt ihr die Horde verscheucht? Ich glaube nicht, oder? Ah, Leute. Wie soll ich denn das machen? Ist die noch da? So, ich habe jetzt mal Wasser in mein Auge geballert. In der Hoffnung, dass es besser wird. Oh, Digga, die Horde ist direkt da oben. Wo ich längs muss. Vielleicht sehen Sie mich nicht. Oh mein Gott, er bleibt hier wieder hängen.
Ich lauf mal lieber weg. Okay, die Horde kommt nicht. Das heißt, ich hoffe, wir sind fein raus. Diese ganze Horde kommt da auch irgendwie zusammen, ne? Kann das sein? Irgendwie? Keine Ahnung. Die gehen jetzt alle darüber. Nee. Hier überall. Warum sind da immer so viele? Wir müssen ja eigentlich nur straight rüber. Boah, das hat euch bestimmt geblendet gerade, oder? Das hier? Ja, schon ganz schön hell. Mega, wie viele das sind. Kommen wir nie weg, Alter. Dinger sind aber schon hart lästig. Da hast du bei dem DayZ-Mod von damals. Hui. Tötet sie, Leute! Hey, schau! Hier ist jemand. Mach das Tor auf! Es ist okay. Mach auf. So. Wir dürfen jetzt nicht alles verkaufen. Okay, wir dürfen nicht alles verkaufen. Wir brauchen das Essen für zu Hause, das Fleisch. Aber das hier... können wir verkaufen. Hey, wie läuft's? Und die Ohren. Hey, ich mach das Camperleben. Okay, dann bis bald. Was gibt's denn? Okay, gibt's erstmal nichts. Hey, wie geht's dir? Hey, wie geht's? So, wir sollen jetzt erstmal zu uns wieder zurück. Okay, das machen wir. Schön mit einer saftigen Schnellreise. Alter, schon wieder 1.19 Uhr. Wir sind schon wieder fast 3 Stunden am Stream. Digga, wie schnell vergeht denn die Zeit, Mann? Das ist doch komplett unnormal. Hallo? Steigst du mal auf dein Bike, du Franzose, Alter? So, und jetzt gucken wir mal da hoch. Hier können wir auch ZZ'en. Dann müssten wir doch jetzt endlich auf Level 2 sein, oder? Ich hole mir mal neue Munition. Wir müssten mal öfter hierher gehen, wenn wir keine Muni haben. Einfach hierher kommen. Hey, Boozman. Ich hab Fleisch dabei. Das sollte eine Weile reichen. Hey, Dick. Danke, Mann. Ich hab grad keinen Hunger. Ich salze es gleich ein.
Das Fleisch wird knapp. Er ist mein Bruder. Das war's. Jetzt. Das heißt, wir haben ja nicht mal irgendwas gekriegt für die Mission. Zu dem Nero-Ding kommen wir ja erst, wenn wir springen können, ne? Ja, weil wir müssen von hier nach hier springen. Oder kommt man nicht von hier da so rum? Da war ja die Horde, ne? Ja, manchmal echt komisch, Leute. So, wir wollen jetzt hier hin. Da. Ich erinnere mich, das ist in der Nähe. Lass uns da mal eine Schnellreise benutzen. Oh, ist immer schön, wenn man nicht alles abfahren muss. So geil. Genau, wir haben noch 58%. Oh, war hier nicht auch die Horde drin, ne? Ich glaube, die Horde ist eh unterwegs, ne? Ich glaube, die Horde ist eh unterwegs. Da stand ja drin, tagsüber verstecken die sich, weil die keine Sonne mögen. Und nachts sind sie halt unterwegs, die Horde. Mal schauen. Muss es sein. So. Okay, wir sollen Kontakt mit dem aufnehmen, ohne dass die anderen das sehen. Oder was? Aktuelles Ziel. Folge O'Brien. Ah, das wird spaßig. Soll ich in den Heli hüpfen oder was? Bleiben wir noch. Bis wir fertig sind, Kumpel. Bis wir fertig sind. Ich hatte hier etwas gesehen. Ich werde mal nachsuchen. Ja? Ist wahrscheinlich nichts. Frisches Aas. Okay, Doc. Lieutenant. Nicht, dass Sie selbst zu Aas werden. Nur Tiere können zu Aas werden. Menschen. Ja,
hoffe, die hören uns nicht. So, wo sind die? Der eine steht jetzt da oben, der eine steht da. Der eine muss sich mal umdrehen. Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh, oh. Was willst du? Hau ab! Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten das so... Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay, du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannte das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in deinen Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernab wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie überlebt? Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte, okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine selbst, das hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie ins Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne.
Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Ich reiß dir mehr ab als nur eine Antenne. O'Brien. O'Brien, er lebt. Wie zum Teufel kann das sein? Sie sind Richtung Süden. Er sagt... So, sie sind Richtung Süden unterwegs. Schon wieder so eine scheiß Erinnerungsmission, ne? Da am Camp oder was? Ach so, das ist sie nach Lisa. Wie kriege ich denn hier für Mission, dass wir endlich mal Level 2 sind, Mann? Das kann doch nicht sein. Wegen dem bisschen Shit da. Oder ich gehe hier nochmal jagen. Der gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er brachte sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Sie könnte also noch am... Nein, das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht... Das ist doch ein Feind, oder? Ja. Deke, bist du da? Hey, Boozman, ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien erinnerst. Ja, Deke, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay, dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt! Sorry. Hier drin ist die Hölle los. Sie ist Eddie. Ist raus, um was zu holen. Ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Deke? Ah, bald, Usa. Sehr bald. Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ja, Deke. Okay. O'Brien. Hörst du mich? O'Brien? Du verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir. Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Hier sind sie nicht. Oh. Alter, hier sind ja richtig viele. Sind hier auf einmal wieder so viele Leute? 1, 2, 3, 4, 5. Hey! Ich schau mich nur um! Warum sind das auch immer so viele? Oh, da ist noch einer. Warum sind das so viele auf einmal? Wo kommen die auf einmal alle? Ich hab was gesehen. Wer hat was gesehen? Er hier? Hat er was gesehen? Leute. Ich hab Angst. Wir haben den Schalldämpfer, ne?
Hey, wie läuft's? Was geht? Scheibe, wir hatten noch 12%. Das ist nicht gut. Wir haben bei der anderen Waffe haben wir nichts mehr. Jetzt gehen sie wieder normal. Jetzt hat er hier mit dem getauscht. Der geht jetzt wieder da vorne. Der schleicht immer noch wie so ein Otto. Jetzt schleicht er wieder wie so ein Idiot. Ich will kurz warten, bis er drüben ist. Wenn ich da Action machen soll. Der müsste sich mal wegdrehen. Und der müsste auch irgendwie anders stehen. In dem Moment, wo ich schießen wollte, dreht er sich so komisch ab. Mal kurz warten auf den richtigen Moment, Leute. Tauscht er jetzt wieder mit in den Platz? Dick, hast du dein Funkgerät an? Oh, ich hatte ein bisschen Zeit. Ich hab was für dich. Mann, Boozer, das ist der Wahnsinn. Ja, ich brauche echt was. Dicken Ende. Was sagen die immer? Er sagt immer, ich hab was für dich. Jetzt ist der da wieder hier vorne. Und der schleicht wieder wie so ein Idiot hier rum. Die tauschen aber ab und zu mal die Plätze. Ich müsste hier mal wieder wegkommen. Ich weiß nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Von welcher Seite? Bang, jetzt wäre tot. Er geht jetzt wieder zu ihm und er tauscht jetzt mit ihm die Plätze. Wenn er jetzt rechts rüber geht und er nach links, erschieße ich den Linken. Fuck.
Für einen Schuss müsste es noch reifen für den Schalldämpfer. Oben geht nämlich auch noch einer. So, jetzt fängt er an rüber zu gehen. Und Doogie Boy? Naja, er muss weiter rüber. Wenn er weiter rüber geht, kann ich den anderen erschießen. Ich könnte natürlich auch wieder Rambo-Style durchziehen, ich weiß, Leute, aber... Langweilig. Nur er geht nicht mehr weiter. Jetzt geht er endlich rüber. Der muss jetzt aber noch ein bisschen anders schleichen, sonst können wir den nicht erschießen. Okay, 8 Schuss, 8% noch. Oben dürfte nur einer oder zwei sein. Der da eigentlich die ganze Zeit. Hat er einen Aussetzer oder was? Dick, hörst du mich? Hast du den Heli gefunden? War es derselbe Kerl, den wir auf dem Dach gesehen haben? Ja. Genau der. Wusste er, wer wir sind? Sarah, was passiert ist? Ich weiß nicht, sie mussten nach Süden. Er erinnert sich an sie, aber nicht an das, was passiert ist. Aber, warte, du glaubst nicht wirklich, dass er noch lebt? Was? Nein. Ich meine, nein, hör mal, ich bin nicht blöd, Booser. Ich will einfach wissen, was ihr zugestoßen ist und wo sie gestorben ist. Vielleicht findest du dann endlich, keine Ahnung, deinen Frieden. Oh, Alter, das Licht war aber ganz schön. Ich brauche keinen Frieden. Scheiße, Booser. Ich muss los, okay? Dicken Ende. Okay, den konnten wir markieren. Wenn er jetzt sich umdreht wieder und diesen komischen Gymnastik-Shit macht, können wir ihn abstechen. Er ist tot. Jetzt ist nur noch der eine da oben. Und die zwei da hinten. Aber die zwei da hinten sind ja nicht der Rede wert. War
aus, als wenn die pinkeln muss. Oder? Da ist jemand. Kommt jetzt runter. Hier ist was. Irgendwas ist hier. Da war jemand. Ich muss sie runterkommen und gucken. Oh, die ist getriggert. Hier draußen ist was. Dein Tod ist hier, Bitch. Yes. Geht er jetzt nicht vorne lang? Geht er nämlich vorne lang? Jetzt schlitzen wir den auch auf. Den Bruder. Hat der zwei Taschenlampen, Alter? Nee. Sieht aus, als hätte er zwei Taschenlampen gehabt. Komm, dreh dich um. Da oben ist noch einer. Noch einer, Alter. Ja, der kriegt doch eh nichts mit. So. Das war's erstmal. Wo wollten wir jetzt überhaupt hin? Wir wollten zu irgendeiner Mission, ne? Ja, da hinten, 2 Kilometer weit weg, ey. Aber irgendwie hatten wir doch gerade noch, ja, das Bike hatten wir ja da. 0,75 Gall. Ist das so wenig gefüllt, oder was? Dann haben wir ja fast gar nichts mehr. Gibt's hier nicht irgendwo Benzin? Benzin? Jetzt ist sie normalerweise ganz tot. Jetzt konnten wir sie durchsuchen. Dich kann ich brauchen. Hier irgendwo ist ein Heli, hört ihr da? Ich höre ab und zu diesen Heli-Rotor. Genau, ich bin ja vom Motorrad ausgestiegen, weil wir ja jagen wollen.
Und dann kam auf einmal dieses beschissene Fragezeichen. Was hat uns so gebaitet? Kann man machen, ne? Alles klar. Fuck, hier ist kein Benzin, ne? Wir brauchen auch, glaube ich, wieder Benzin. Das Ding ist halt leer wieder. Da war so eine fette Feuerwehr-Axt. Und ich glaube, das Ding ist fast leer, oder? Ne, 51%. Passt doch. Aua. Also bis dahin reisen, glaube ich, geht nicht. Also wohin geht denn die Schnellreise? Bis hier? Bis dahin geht's nicht. Da müssen wir bis hier und dann hier vorne wieder Benzin holen an der Tankstelle. Da wo auch der fette Bär war. So, dann holen wir noch Benzin, tanken auf, fahren dann noch einmal zu einer Mission, damit Schnellreise. Und da vorne speichern wir dann erstmal und dann machen wir die nächste Mission morgen. Weil ich gehe jetzt schlafen. Mich nervt auch da voll das Auge, Alter. Das ist übertrieben nervig. Ja, wir ziehen jetzt schon gelb. Aber auch wieder, habt ihr gesehen? Aber auch wieder so ein Fragezeichen. Ah, ich brauch Benzin. Das Gute ist, hier an der Tankstelle steht immer so ein Ding. Benzinkanister. Ah, gutes Timing. Das ist halt ganz geil. Fertig. So, wir müssen ja zu der Mission, aber hier machen wir Schnellreise hin. Ja, das tue ich mir nicht an, ey. Das ganze Zeit immer das Fahren, das nervt. So. Die Mission ist 110 Meter entfernt. Die ist in der Base, ne? Warte, wir machen das mal kurz in der Base. Ich will das nochmal sehen. Das ist ja nur Lisa. Ich weiß. Lass ihn rein.
Wie geht's dir, Kleine? Sie lassen mich nicht gehen. Warum willst du gehen? Du bist dir doch sicher. Ich muss arbeiten. Okay. Okay. Lol, das war's? Na, wie geht's? Die lassen mich nicht gehen. Ich muss arbeiten. Okay. Okay. What a story, dude. Jesus. Oh, Job verfügbar. Was möchtest du? Dick, du musst wen für mich aufspüren. Wen aufspüren? Okay. Was ist da los? Kurz nachdem du Lisa hergebracht hattest, brachte Larsen noch ein Mädchen. Sie heißt Rose Allen. Ein schwaches kleines Ding. Aber wir dachten, sie könnte uns trotzdem beim Bewässerungssystem helfen. Okay, und was genau? Sie ist weg. Sie war mit Alkai und ein paar anderen auf Besorgungstour. Oben beim verlassenen Nero-Flüchtlingslager. Ich glaube, du warst da schon mal. Ja, ich kenne es. Finde sie, Deek. Da oben treiben sich Drifter und andere miese Typen rum. Drifter? Wenn die sie zuerst finden... Ich will das nicht nochmal sagen. Ja, okay. Ich sehe, was ich tun kann. Drifter. Ich erinnere mich. Guck mal, das ist auch wieder Story. Nebenmission aber. Besuch Sarahs Gedenkstein. Ist gar nicht weit, ne? Aber das machen wir das nächste Mal. Ich bin hier schon fast im Sitzen am Wegbrechen, Alter. So, danke fürs Zusehen, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder bei Days Gone. Danke für die Subs, Follows und so weiter und so fort. Wir hören uns morgen. Bin gleich zurück. Viel Spaß. Schöne gute Nacht. Schlaf gut. Mach keinen Unfug, liebe Leute. Ihr wisst, immer die Hände über die Decke. Und tschüss.